Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Die Internetseite Watson als auch die Neue Züricher Zeitung haben jeweils eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich bitte, den ich alleine tun kann, sicher ich will mit rein. Link zu den beiden Artikeln gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also einen Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comics dann noch geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese beiden Meldungen tragen jeweils den Titel Der Staat hat versagt oder GPK zu Missbrauchsfällen in Genfer Heim. Also geht es um das Heim Manzi. Und deswegen, Leute, fuck wie ich lang drum rum. Wir fangen mit Watson.ch an, weil die haben diesen Artikel als erster rausgehauen. Abgedatet haben sie knapp 2 Stunden nach der Erstveröffentlichung. Los geht's. In Genf hat die Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK, des Großen Rates am Dienstag ihren Bericht im Kontext der mutmaßlichen Missbrauchsfälle in einem Heim für autistische Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Ihr Urteil ist vernichtend. Ja, das sagt auch der Titel schon aus. Der Staat hat versagt. Aber es geht ja noch weiter. Der Staat hat versagt, sagte Cyril Ehlen, Hauptverfasser des Berichts der GPK vor den Medien. Tada! Der FDP-Politiker betonte, dass das Heim im Manzi nie hätte veröffentlicht werden dürfen. Und wir hatten in einer Meldung vorher schon mal berichtet, dass es keinen Unterschied zwischen der deutschen FDP und der schweizerischen FDP gibt. Gehören ja beide zusammen. Weiter geht's. Der FDP-Politiker betonte, dass das Heim im Manzi nie hätte eröffnet werden dürfen. Ja, selbstverständlich hätte es nie eröffnet werden dürfen. Sonst würde es so eine Konferenz gar nicht auch geben. Aber es geht ja aber noch weiter. Alles sei überstürzt geschehen. Nichts war bereit. Sag ich doch. Aber es geht ja noch weiter. Es habe kein Budget, keine geeigneten Strukturen und keine individuelle Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner gegeben, so Ellen. Ganz genau. Hat das alles nicht gegeben. Dieses Heim ist letztendlich nur von Takupisten arrangiert worden, die sowieso Autisten auf dem Kika haben. Beziehungsweise generell die ganze Menschheit. Aber ich muss das nicht extra nochmal erwähnen. Später vielleicht, aber nicht in diesem Video. Aber das Video über diese Takupisten-Dullis gibt es ja schon auf meinem Kanal, also warum das Ganze jetzt in jedem zweiten Video wiederholen? Weiter geht's. Es habe kein Budget, kein institutionelles Projekt, keine geeigneten Strukturen und keine individuelle Betreuung der Bewohner gegeben, so Ellen. Ja, wiederholt dich denn noch öfter. Weiter geht's. Gefehlt hat es laut der GPK aber auch an der Koordination zwischen den Departementen, obwohl mehrere von dem Projekt betroffen waren. Dieser Mangel an Antizipation habe Auswirkungen auf die Funktionsweise des Heims gehabt. So seien Mängel auf allen Ebenen festgestellt worden, von der Direktion bis zu einigen Angestellten des Zentrums. Und nicht nur das. Wahrscheinlich war das Heim nicht nur wegen der Bausubstanz ziemlich schlecht, sondern auch, was im Inneren des Gebäudes ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da überall Schimmel war. Wetten das? Weiter geht's. Personal schlecht ausgebildet. Tada! Die Personalverwaltung im Heim von Manzi wurde laut Ehlen von Anfang an vernachlässigt. Ja, Personalverwaltung vernachlässigt. Also, man hat statt richtige Autismusexperten einzustellen, stattdessen Takupisten-Dullis hier arrangiert. Weiter geht's. So dauerte es mehr als 4,5 Jahre, bis ein computergestütztes System zur Erstellung der Arbeitszeiten des Personals eingeführt wurde, wie der Bericht festhält. Also hat man vor diesem computergestützten System wahrscheinlich noch auf Karteikarten oder so gearbeitet.
Warum ich jetzt darauf komme? Also Leute, was haben wir eigentlich vor der Computerzeitalter gemacht? Das erklärt mir mal, wer will. Lesen wir weiter. Auch die Pflichtenhefte der Angestellten waren nicht klar definiert. Ja, wahrscheinlich haben diese Takopissen-Angestellten nicht einmal das ABC bzw. das 1, 2, 3 gelernt. Die waren auch wahrscheinlich niemals in der Schule gewesen. Haben niemals eine Schule von innen gesehen. Geschweige denn eine Vorschule oder Kindergarten. Weiter geht's. Statt feste Stellen zu schaffen, habe man lieber Hilfskräfte eingesetzt. Das Personal sei zudem schlecht oder gar nicht ausgebildet gewesen. Der erste Heimleiter habe beispielsweise keine Kenntnisse über Autismus gehabt. Keine Kenntnisse über Autismus. Das kann meines Erachtens nur eins bedeuten. Man hat stattdessen einfach sich auf die Klischees befasst und sich über die Bewohner lustig gemacht. Ganz klar. Weiter geht's. Man habe ihn aufgefordert, Kurse zu besuchen, aber er sei dem nie nachgekommen, hielt Elen fest. Tada! Hab ich doch eben gesagt. Statt sich bewusster über das Thema zu befassen, habe man schließlich nur auf Klischees verlassen. Läuft. Weiter geht's. Auch Staatsrätin Anne-Emery Toracinta von der SP wird von der GPK nicht verschont. Der Vorsteher des Erziehungsdepartements, kurz DIP, ist das Sonderschulheim Manzi in Colombes-Bellerive direkt unterstellt. Ein Schiffskapitän übertrage die Verantwortung nicht seinen Sekundanten, sagte die SP-Großrätin Jennifer Conti und forderte, dass sich die Regierungsrätin bei den Familienbetroffenen entschuldigt. Ja, und lass mich raten, das sei nicht geschehen. Aber es geht ja noch weiter. Die Pressestelle von Emery Toracinta nahm die von der GPK auf verschiedenen Ebenen des Departements festgestellten Mängel zur Kenntnis. In Bezug auf die Misshandlungsvorfälle räumt das Departement ein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heims in Manzi in eine sehr schwierige Situation gebracht worden sind. Sehr schwierige Situation. Und zwar in einer so schwierigen Situation, dass das Heim sowieso bald abgerissen wird. Ist ja genau wie vor über ein Jahr mit dem Haus von Drachenlord. Der hat auch sein Haus heruntergewirtschaftet. Dann hat die Gemeinde das Haus gekauft. Dann musste der Drachenlord ausziehen. Und das Haus wurde dann kurz darauf abgerissen. Das gleiche wird jetzt auch mit dem Heim Manzi passieren. Oder ist sie schon abgerissen? Gucken wir mal. Nö. Wird nicht abgerissen, aber Bauzäune hat man hier gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das was mit kommenden Abriss zu tun hat. Nö. Ist eine ganz normale Infotafel. Was machen wir uns dazu für Hoffnung? Ein Abriss wird anscheinend doch nicht passieren. Und es wird ein neues Heim eröffnet, in dem man unter verschimmelten Wänden dann leben muss. Aber was die gesundheitlichen Folgen betrifft, das will keiner kapieren. Und deshalb lesen wir den nächsten Abschnitt weiter. Das Erziehungsdepartement nahm auch die Empfehlungen der GPK zur Kenntnis, insbesondere zur Organisation und Führung des Departements sowie zum Management von Warnmeldungen. Das DIP räumt ein, dass der Staat versagt habe und wiederholt sein Bedauern und seine Entschuldigung gegenüber den betroffenen Kindern und Familien. Also haben sie sich doch entschuldigt und bedauert und das in mehrfach wiederholter Weise. Aber die Schäden sind bereits angerichtet. Man kann nur beten, dass sich das nicht mehr wiederholt. Aber jetzt kommen noch zwei weitere Abschnitte zu dieser Meldung, dann machen wir weiter mit der nächsten Quelle. Fall beschäftigt sich auch die Justiz. Das Heim war Anfang 2022 in die Schlagzeilen geraten, nachdem Medien über Missstände berichtet hatten.
Vier Mitarbeiter wurden vorübergehend in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine Bewohnerin nicht verschriebene Medikamente verabreicht und damit ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben in Gefahr gebracht zu haben. Die Angeklagten bestreiten diese Vorwürfe. Typisches Verhalten von Takupissen. Einfach sagen, ich war's nicht, ich war's nicht. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin völlig unschuldig. Und am Ende kommt sowieso raus. Ganz klar. Sie waren's doch. Weiter geht's. Weiter soll in dem 2018 eröffneten Heim Kinder und Jugendliche eingesperrt, auf den Boden geworfen, in ihren Exkrementen zurückgelassen oder an ihren Kleidern von einem Raum in den anderen geschleppt worden zu sein. Auch soll Heimbewohner wiederholt das Essen vorenthalten worden sein. Das alles haben wir schon reacted, Leute. Und diese Takupisten-Dullis sollten eigentlich nie wieder Kinder und Jugendlichen zu sehen bekommen. Überhaupt keine mehr. Am besten in eine Gummizelle. Da gehört diese Takupisten-Dullis vom Heim-Marzi auch hin. Deswegen machen wir jetzt weiter mit der Neuen Zürcher Zeitung. Und der trägt den Titel Missbräuche im Genfer Autismus-Kinderheim. Der Kanton hat versagt. Ja, bei Watson.ch hieß es, der Staat hat versagt. Bei der Neuen Zürcher Zeitung heißt es, der Kanton hat versagt. Also nur ein aus Deutschlands und Österreichs Sicht Bundesland. Fangen wir dann drum rum. Diese Meldung wurde übrigens ungefähr eine halbe Stunde nach dem letzten Update von Watson veröffentlicht. Los geht's. Die GPK geht mit Verantwortlichen sämtlicher Hierarchiestufen hart ins Gericht. Die zuständige Staatsrätin entschuldigt sich bei den betroffenen Familien. Die Frage eines Rücktritts stellt sich nicht mehr. Ach nee. Soll man einfach so runterschlucken, als wäre das alles nicht passiert, oder was? Weiter geht's. Geht es um Kinder, ist Gefühlsregung garantiert. Geht es um Kinder mit Behinderung, die Missbräuchen ausgesetzt waren, gilt dies in noch gesteigertem Ausmaß. Und so sagte Pierre Eckert, Präsident der Parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK GEMS, gleich zu Beginn der Pressekonferenz. Wir versuchen, den Bericht so nüchtern wie möglich zu präsentieren. Aber die Emotionen, die bleiben. Ja, wie schon gesagt, Leute, der Schaden ist bereits angerichtet. Man kann nur beten, dass sich das nie wieder wiederholt. Weiter geht's. Eine Subkommission besagter GPK schaute sich das Heim Marzi in der Westschweiz, auch bekannt als Skandalheim, genauer an und beschränkte sich dabei auf die Zeitspanne zwischen der Eröffnung 2018 und 2022. Ich kenne da ein anderes Wort für Skandalheim. Und zwar ein Heim von Takupisten geleitet. Beziehungsweise verpestet. Weiter geht's. Medienberichte hatten in der Institution, die auf Kinder mit Autismus ausgerichtet ist, gravierende Missstände aufgedeckt. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte. Medienberichte hatten in der Institution, die auf autistische Kinder ausgerichtet ist, gravierende Missstände aufgedeckt. Weiter geht's. Es ging um Heranwachsende, die in ihren Exkrementen liegen gelassen wurden, hungern mussten oder in den Kleidern durch den Raum gezerrt wurden. Eine 13-Jährige geriet wegen einer Medikamentenüberdosis gar in Lebensgefahr. Und genau spätestens nach dieser Meldung hätten diese Dulli-Betreuer, sage ich jetzt einfach mal knallhart, mit dem dazugehörigen Leiterin in eine Gummizelle gesperrt. Sodass sie nie wieder an Kinder und Jugendlichen rankommen können. Nie wieder. Weiter geht's. Was die dreiköpfige Subkommission unter der Leitung von FDP-Kantonsrat Cyril Ehlen festgestellt hat, entspricht im Wesentlichen dem, was Medien und ein vom Bildungsdepartement in Auftrag gegebener Bericht schon aufgezeigt hatten. Er geht aber mehr ins Detail und prangert die politischen Verantwortlichkeiten stärker an. Die Milizparlamentarier konzentrieren sich auf systemische Fehler und Unterlassungen, weniger auf die Suche nach Schuldigen.
Parallel dazu läuft eine Strafuntersuchung, über deren Fortschritt nichts bekannt ist. Zwar ist über diesen Fortschritt derzeit nichts bekannt, aber früher oder später wird dieser Fortschritt bekannt sein und das werden wir dann bei Kanal Autismus auch thematisieren. In einer der nächsten Reactions. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Weiter geht's. Direktor plante mit Excel statt mit spezialisierter Software. Mit Excel. Microsoft Excel sozusagen, ne? Aber warum sie das erwähnt haben, das werden wir noch in den kommenden zwei Abschnitten noch rausfinden. Weiter geht's. Der Karton hat versagt, fasst Elend zusammen. Während langer Zeit habe Marcy keine akzeptablen Bedingungen bieten können, ja das Heim hätte unter diesen Umständen gar nie eröffnet werden dürfen, ist er überzeugt. Hätte es sich um eine private Institution gehandelt, wäre ihm keine Betriebsbewilligung erteilt worden. Ja, soviel zum Thema auch, der Staat bzw. der Karton hat versagt. Also war das Heim Marcy eine offizielle Regierungsinstitution. Weiter geht's. So habe Marcy über kein eigentliches Programm verfügt. Es wäre etwa vorgesehen gewesen, die Bewohner gemäß individuellen pädagogischen Plänen zu betreuen. Doch jene sind nie erstellt worden. Ja, man hätte ein Heim eröffnen sollen, in der Autisten in Eigenregie hier gewesen wären. Zum Beispiel gibt es ja in Deutschland eine Autistenkommune. Oder auch im Fachjargon genannt das Pinke Haus. Die Informatiklösungen seien katastrophal ausgewählt worden. Ein Beispiel: Statt die Mitarbeiterplanung mittels spezialisierten Software zu machen, verbrachte der Direktor ein Drittel seiner Arbeitszeit mit Excel-Tabellen. Da gibt es aber bessere Software als Microsoft Excel, ne? Also warum eigentlich sich alles noch schwerer machen, als es schon ist? Weiter geht's. Der Chef erfüllte nicht einmal die formalen Anforderungen an den Job. So habe er, entgegen der Abmachung von seiner Anstellung, nie eine spezifische Ausbildung für die Betreuung von Autisten absolviert, so Elen. Und zu viele Mitarbeitende waren nur als Hilfskraft angestellt, wobei es teilweise zu dramatischen Betreuungslücken kam. Also, insgesamt kann man sagen, dieses Heim war natürlich besetzt von Takopisten-Dullis, die zum Thema Autismus sowieso keine Ahnung haben wollen und Autisten generell auf den Kieker haben. Deshalb diese ganzen Vorwürfe, die sowieso sich als Wahrheit präsentieren werden. Weiter geht's. Obsolete Rücktrittsfrage. Konsequenz der verschiedenen Mängel war, dass die Kinder litten und teilweise gar in Gefahr waren. Der extremste Fall ist die Vergiftung des jugendlichen Mädchens, wobei erst die Strafuntersuchung die genauen Umstände ans Tageslicht bringen dürfte. Die Subkommission bestätigt auch die weiteren Anschuldigungen, ohne im Detail darauf einzugehen. Einen Vorfall, den mutmaßlichen Fußtritt eines Pflegers gegenüber einem Kind, nennt sie prominent, weil die Konsequenz davon symptomatisch war. Obwohl der Missstand an die Vorgesetzten gemeldet wurde, geschah wenig. Auf sämtlichen Hierarchiestufen habe es Versäumnisse gegeben, so die GPK-Mitglieder. Ja, nicht nur Versäumnisse, sondern erheblich mehr. Kann man sich nicht ausdenken. Aber es geht leider noch weiter. Damit ist explizit auch Staatsrätin Anne Emery-Torra-Zinter gemeint. Zwar ist die SP-Frau erst im Frühling 2021 detailliert über die Zustände informiert worden, sie hätte aber bereits 2019, als aufgebrachte Eltern ihr einen Brief schickten, genauere Abklärungen in Gang setzen müssen, so die Subkommission. Das ist doch... Noch ein Abschnitt hatte Schluss, bevor ich noch einen Meltdown kriege. Emery-Torra Zinter reagierte mit einem Kommuniqué auf den GPK-Bericht. Sie anerkennt, dass der Karton versagt hat und entschuldigt sich bei den betroffenen Kindern und Eltern. Oder wie es bei Watson.ch heißen müsste, dass sie anerkennt, dass der Staat versagt hat und entschuldigt sich bei den betroffenen Kindern und Eltern. Weiter geht's.
Gleichzeitig verweist sie auf den Aktionsplan, das seit einem Jahr in Gang ist und dafür sorgen soll, dass sich solche Vorfälle nie mehr wiederholen. Die Frage eines Rücktritts stellt sich nicht mehr. Die Legislatur endet in wenigen Wochen und der Emeritus Zinter tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Ja, zumindest ist das wenigstens ein guter Schritt. Wäre sie doch zur Wiederwahl angetreten, dann hätte es Schimpfkanonen gegeben seitens der aufgebrachten Eltern und den betroffenen Kindern, die schon zu Erwachsenen herangewachsen sind. Was soll ich dazu sagen, Leute? Zwei Meldungen, die natürlich überall heimberichten, was schon lange Thema bei Kanautismus war. Und hoffen wir mal, dass dieses Heim abgerissen wird. Auch wenn es zum derzeitigen Zeitpunkt nichts davon erfolgt war, beten wir, dass es abgerissen wird. Denn die Bausubstanz sieht scheiße aus, inklusive der Räume sehen mehr als, sagen wir mal so, lässt sich viel zu wünschen übrig. Vom aktuellsten Stand der Technik und so weiter, ne? Und nun meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesen beiden Meldungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Den Rest kennt ihr ja. Und wir werden uns dann morgen nach Luxemburg begeben. Und was dort passieren wird, das gibt es morgen um 20 Uhr zu hören. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.